Hi, ihr Süßen. Heute gibt es nochmal einen Vlog. Ich gucke mal gerade hier den blauen Himmel durchs Display an. Ein Vlog vom Feldberg. Letztes Mal habe ich euch ja in Eiseskälte mitgenommen und heute habe ich nur das Handy mit und dachte mir, nee, also das ist so schön, da will ich jetzt mal ein Handyfilmchen machen. Die Mütze habe ich gerade abgesetzt, weil es so wirklich in der Sonne schön warm ist. Ja, also was will ich sagen? Ich bin wirklich am Sonntag sehr erstaunt gewesen über diese Resonanz des Schlafproblem-Videos. Und was soll ich sagen? Ich bin einerseits erschüttert und andererseits erleichtert, dass ich nicht alleine bin. Gut, das wusste ich auch so, dass ich nicht allein bin. Aber ich dachte nicht, dass es so eine Vielzahl an Frauen doch betrifft, die nachts das Problem haben, egal wie alt sie sind. Das ist wirklich ja, ein Problem, um das Wort Probleme weiter zu nennen. Ja, was können wir tun? Also ich schlafe jetzt komischerweise ein bisschen besser, seitdem ich weiß, ich bin nicht allein und ich schaue nicht mehr auf die Uhr. Und das ist ein toller Tipp von euch gewesen. Guck einfach nicht auf diese scheiß Uhr, auch wenn du auf die Toilette gehen musst. Und man guckt dann immer auf die Uhr und dann wird man total kirre in der Birne. Ja, also das hilft, nicht auf die Uhr, weil ich habe die letzten zwei Nächte jetzt nicht super lang geschlafen, aber ich konnte noch mal einschlafen, also nach vier. Und das ist ganz toll. Und das merkt man sofort, sobald man ein, zwei Stunden länger mehr Schlaf hat, dass es einem besser geht. Und ich bewundere die Frauen, die Schichtdienst, also im Schichtdienst arbeiten und dieses Problem ja wöchentlich haben in diesem Wechsel. Also das ist Hut ab, gut, der Körper gewöhnt sich irgendwann daran, aber es ist doch eine Wahnsinnsleistung, die diese Mädels da vollbringen. Und da sollten wir alle mal dankbar sein und ihnen auch danken. Also ich schicke euch ganz liebe Grüße, Dankbarkeitsgrüße und wünsche, dass ihr da seid. Das sind ja meistens auch diese Pflegeberufe, wo im Schichtdienst gearbeitet wird oder im Hotel oder in Bäckereien. Da fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Oder gut, jetzt im Fernverkehr, also Flug oder Züge. Ja, also ich bin jetzt irgendwie sehr beglückt, dass ich hier, ich muss mal, die Sonne scheint mir ins Gesicht, die Augen ein bisschen zumachen. Es ist so schön, windstill. Auch kühl noch, aber ich dachte mir, bevor das Tauwetter anfängt, gehe ich noch mal rauf auf den Berg und schnapp ein bisschen frische Luft, bewege mein Chassis ein bisschen, was mir sehr, sehr gut tut. Ja, also diese kleinen Auszeiten, das ist dann immer wie so ein Winterurlaub, ne? Wenn man einfach mal raus in die Natur fährt, kann nicht jeder. Ich habe das noch fast vor der Tür. Frankfurt-Feldberg ist nicht so weit. Aber man muss ja nicht immer auf dem Berg, man kann ja auch so im Wald laufen oder auf der Wiese. Ja, was wünsche ich euch? Ich wünsche euch wirklich, dass ihr da, wie ich, durchhaltet. Bleibt weiter guter Hoffnung, dass es vielleicht mal besser wird, wenn diese Wechseljahre vorbei sind. Aber dann heißt es ja wieder, im Alter braucht man weniger Schlaf. Naja, was ist wohl richtig? Gut. Ein kleiner Vlog vom Feldberg aus dem Schnee. Ich hoffe, dass bald Frühling wird, aber ich glaube, den haben wir noch nicht. Ich glaube, der Februar, März wird noch ein bisschen dolle. Wir hatten ja so einen tollen Sommer auch. Ich wünsche euch das Beste, wie immer. Seid besonders gut zu euch und bis bald.